Hallihallo, willkommen zurück bei Let's Play Dead Space. So, wir sollen immer noch die Zentrifuge irgendwie reaktivieren. Getankt haben wir ja mittlerweile. Jetzt fragen wir einfach mal unseren schlauen Anzug. Alles klar, die Richtung. So eine neue High-End-Säge haben wir uns auch besorgt. Machen wir das Türchen hier auf. So, hier rein. Jetzt dachte ich schon, da kommt gleich was. Okay, los geht's. Nehmen wir eine andere Waffe. Hier ist relativ eng. Da ist nichts mit Sägen. Zumindest nicht mit dem Teil. Was ist jetzt? Kaputt? Defektios. Was geht ab? So, ich wäre am Start. Warning. Mandatory Dekontamination. Okay. The Graffiti Centrifuge is fragile. Equipment. Aha. All authorized personnel must under. Kann ich lesen? Under. Undergo. Ah, undergo a thorough. Okay, nicht das Wort. Decontamination sequence before accessing the core. Thank you. Ja. Also, wir sollen uns mal kräftig waschen. Steht hier wohl, weil das hier ist ganz Luftkanister, das ist ganz empfindlich, das verträgt nichts, ne? Sehen wir ja, aber das machen wir natürlich nicht. Wir sind eher so von der groben Sorte, ne? Hier, Jack the Ripper mit der Säge. Jetzt ist auch noch die Zentrifuge offline. Uns hängen 4 Millionen Tonnen Gestein am Arsch. Zentrifuge. Und ohne die Zentrifuge, die das Schiff im Gleichgewicht hält, wird der Gravitationsschlag uns runter zur Kolonie ziehen. Ja. Ich werde jetzt mal nachsehen, ob ich was reparieren kann. Ah, das hast du ja nicht gebacken bekommen, du Fuscher. Aber jetzt macht immer nicht den Zent. Jetzt sind wir da. Dann nehmen wir alles mit. Ich weiß gar nicht, was das jetzt war. Kommen Leute mit rein. Wie sieht's da aus, platzmäßig? Ja, einen haben wir noch. Werkbank. Haben wir nicht einen Energieknoten wieder? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Nee, da ist nichts. Gut, machst du wieder zu, das Teil. Aber lass doch einfach so, dann brauchst du beim nächsten Mal nicht wieder. Ja, was soll's. Oh, was ist das? Ja, Streumunition. Nehmen wir auch mit. So, was haben wir hier jetzt? Ripper klingen. Inventar ist voll. Ah, das ist ja doof. Ja, wegen dieser blöden... Was ist denn das da oben hier? Medipack? Oh, das läuft mir ja bald aus den Ohren raus, ey. Müssen wir noch mal gucken, dass wir irgendwie zu einem Safe oder so kommen. Vielleicht machen wir schon mal die Tür da auf. Da springt das doch bestimmt gleich wieder was an, oder? Hier oben so raus. Dekontamination. Okay, was heißt es? Bitte warten, was passiert jetzt? Wenn mir jetzt ganz dezent mit Salzsäure betrüffelt. Oh, super. Na klasse. Lecker Senf. Ja, die finden es auch lecker. Kommen die rein oder soll ich raus? Ich komm raus, ne? Komm, jetzt macht das mal wieder grün hier. Ja, ist ja gut. Kommst du natürlich wieder von da, wo ich eine Schicke. Au. Ja. Also gut. Gar nicht mal so übel, das Teil. Ah ja, immer noch voll. Fluch der Hacke, ey. Amann. Wo denn? Oh. Da ist aber auch dunkel hier drin, ey. Meine Fresse. Also das ist bei mir schon dunkel. Ich gehe mal davon aus, bei euch ist das dann nochmal. Aber das ist so gewollt. Ah, so, jetzt haben wir da ein bisschen Licht. Stars Effect. Auch wieder voll. Verflucht. Die Kontaminationssequenz beendet. Ja, was dauert da denn auch so lange? Ja.
Können wir jetzt raus, ja? Ich bin hier heilfroh. So, ich bräuchte mal irgendwie was. Oh, Schränk und Schränk und Schränk. Strahlmotoren. Ja, von dem Zeug da, weiß ich auch nicht, wo das alles hinpackt. Ah ja, da haben wir ja aufgelevelt. Da können wir jetzt 12 an Munition reinpacken. In diesen. Wie heißt das Teil? Plasma-Cutter. Genau, sag ich doch. So, kommt doch bestimmt gleich was ums Eck geschossen, oder? Oh, was ist das denn? Ja, soll ich euch mal sagen, wie das aussieht? Credits. Energieknoten. Das ist nicht gut. Ja, nu? Also da führt kein Weg dran vorbei an dem Teil. Das ist nicht gut. Dann gehen wir zurück. Versuchen wir mal die andere Richtung. Stehen hier. Don't go it alone. Aha, take assurance. Ja, wollen die uns jetzt hier auch noch Versicherung aufschwatzen? Ich glaube sowieso, das sind alles Versicherungsmakler und Staubsaugervertreter, die hier rumgeistern. Und die sind gar nicht mutiert, die haben einfach nur mal die Kleidung zu Hause gelassen. Was ist denn? Halbleiter. Aha. Was brauchen wir denn? Halbleiter aus Gold? Weiß das einer? Halbleiter aus Gold ist ja irgendwie schon mal ein Schmarrn, oder? Was geht denn da? Okay, das macht. Nee, bleibt doch offen. Zugang zur Zentrifuge, okay. So, da haben wir auf jeden Fall mal eine Speicherstation. Das nutzen wir. Annehmen. So, dann müssen wir aufpassen, dass wir später da nicht vergessen. Ich hoffe ja, wir finden irgendwo einen Safe. Luftkanister, Mittel. Ja. Ende der Schwerelosigkeit. Ach ja. Ende der Schwerelosigkeit? Eintritt Schwerelosigkeit. Okay. So, das ist jetzt hier wohl irgendwie diese Zentrifuge. Jetzt gucken wir mal, was es da drüben so gibt. Yippie! Geronimo! Oh. Ja, eigentlich wollte ich ja hier hin. Mag er nicht, wieso nicht? Oh. Hahaha. Oh, fuck, da ist neuer, ne? Mit uns ja nicht, ne? Ah, sorry. Falscher Knopf. Können wir noch rennen, ja, ne? Ach ja, was machst denn du jetzt da so einen Stress, Mann? Meine Güte. Ja, tschüss. Also, was steht denn hier? Zentrifuge, irgendwas? Ich kann es nicht lesen. Hoppen wir mal dahin. So, was war jetzt hier nochmal? Da kommen wir doch hin, oder? Na sicher, so. Na, falscher Knopf. Kann ich hier nicht irgendwie... Wieso kann ich denn das nicht? Ja, wieso komme ich hier nicht hin? Da ist ja ein Schmarrn, oder? Also, es geht doch. So, Zentrifuge. Fehler zum Starten der Zentrifuge, Energiekupplung aktivieren. Mhm. Ja, dann, Energiekupplung aktivieren. Gucken wir mal, wie das gemeint ist. Ah ja, okay. Ach. Ja, sprinten ist und bleibt Shift. So ist das gemeint, ne? Komm mal mit, Mutti. Hauen wir da... Oh, was war das? Wie, sachte oder was?
Da bin ich ja genau der Richtige dafür. Komm mal her. Und langsam. Naja, wieder falsch. Kann man das irgendwie abstellen? Ahaha, ich habe da so eine Idee. So, jetzt pass auf. Wir machen das zuerst mal so. So. Und dann machen wir das so. Und anschließend so. Ja, das ist gut, ne? Hallihallo. Meint ihr uns? Alter. Ja, komm mal her. Komm dir eine, Mann. Das kannst du aber vergessen. Oh, Kinder. Das kommt von dem Crisis Let's Play. Daher hatte ich das so eingestellt. So, okay. Also die eine Kupplung haben wir drin. Ist es nur die? Ist es nur die? Ne, da drüben ist nochmal eine, ne? Ja, dachte ich mir schon. Okay, so. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Komm ran. So, langsam. So. Dann nehmen wir Mars. Na, wie finde ich das denn? Ist doch gut, oder? So war's geplant. Was haben wir für das Teil? Wie viel Munition haben wir noch? Ah ja, ist voll. Okay. So, jetzt können wir quasi... Oh, was bist denn du für einer? Hallihallo. Guck mal, du runter da. So. Haben wir da keine Munition mehr? Was sind das für Teile da? Strahlmunition. Ah, das ist für die große Wumme hier, ne? Hier, das Teil. Ja, dann nehmen wir die doch mal eine Zeit lang. So, jetzt hoppen wir da oben hin. Jetzt theoretisch. So. Jetzt muss das Ding noch wieder laufen, oder? Aha. Eintritt ins Vakuum. Aufzug zur unteren Ebene. Danger? Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Das fragen wir lieber nur, bevor wir in die falsche Richtung latschen. Wo muss ich hin? Ja, das müssen wir jetzt verlangsamen, gell? Oh, 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 das wird eng, Leute. Das war daneben. Ja, verdammt. Ah, Mist, ey. Die hat sich nicht beeindrucken lassen, ne? Okay. Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich für die planetare Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Sehr gut, Isaac. Fuck, das packen wir nicht. Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Ja, gleich sind wir im Arsch. Ja. Was hatte ich gesagt? Ich check das nicht. Das müsste doch mit... Mit Starsil müsste das doch klappen, oder? Jetzt pass mal auf. Jetzt huschen wir da mal gleich lang. Was denn jetzt? Warum geht das jetzt so langsam? Oh, jetzt, ey. Ah, Chief, du musst dich mal wegen... Die werden hier von der Zentrifuge überholt und er sagt, sehr gut, Isaac. Er weiß doch nicht, was er spricht. Warum klappt das denn nicht? Isaac, die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Hm.
Was passiert, wenn wir hier reingehen? Da können wir nicht rein. Fuck. Puh, das war eng. Viele Kupplungen, ja toll. Weiß einer, warum das nicht funktioniert hat? Verstehe ich nicht. War da oben drauf? Toll, gleich geht er. Was haben wir denn jetzt? Oh, wir haben keinen Saft mehr. Dann müssen wir erstmal hier. Geht eh gleich drauf. Benutzen. So. Seh. Lauf, Forest! Lauf! Das wird eng. Ja, aber wir sind nicht erstickt, das kann keiner behaupten. Zentrifuge aktiviert. Ach ja, ey, wisst ihr was? Meine Fresse, soll ich. Ist ja gut. Bleiben Sie mal ganz ruhig. So, einmal versuchen wir es noch. Jetzt machen wir hier gleich mal. Also, wir brauchen ja. Der Saft reicht nicht. So, benutzen wir das gleich mal hier. So, jetzt ist das aufgeladen. Und jetzt kann es mir einer erklären, ich verstehe es nicht wirklich. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Ja, das freut mich wirklich ungemein, aber. Konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Ich verstehe es nicht. Nee, so klappt das nicht. Da können wir nicht drauf. Ah, doch, ich weiß, wie es geht. Alter, ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß. I know. Maybe, I know. Oh, fuck. Ich weiß es doch nicht. Und da kommt es wieder gedonnert. Tja, Houston. Also, ich versuche das mal irgendwie auszuchecken. Und jetzt machen wir das mal einen Cut. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss.